Wir bringen fröhliche Lieder und jedes davon ist ein Hit. Ihr hört jeder immer gern wieder, wir singt jeder immer gern mit. Wir wollen mit unseren Gästen ein bisschen dem Alltag entfliehen. Heute singen die Besten, die schönsten der Volksmelodien. Meine sehr verehrten Damen und Herren hier in Hof. Und ein herzliches Grüß Gott allen Zuschauern daheim. Aus der Freiheitshalle in Hof heißen wir Sie alle herzlich willkommen zu unserer Superhitparade der Volksmusik im ZDF. Ja, und wenn Sie fragen, wo dieses Hof denn eigentlich liegt? Dann wissen das die Leute ganz genau. Hof in Bayern ganz oben. Jawohl. Heute Hof in Hof. Und über 52.000 Einwohner zählt die kreisfreie Stadt Hof, gelegen an der Oberen Saale. Unweit der deutsch-deutschen Grenze. Und hier an der Oberen Saale beginnt ja der berühmte Wanderweg, der Rennsteig, über den wir heute Abend alle unsere Landsleute und Freunde in Leipzig, Dresden, Magdeburg, Plauen oder wo sie sonst noch wohnen mögen, herzlich begrüßen möchten. Jawohl! Und der Oberbürgermeister der Stadt Hof, Dr. Hans Heun, freuen uns heute Abend anlässlich der Unterzeichnung eines Städtepartnerschaftsvertrages zwischen der Stadt Hof an der Saale und der Stadt Plauen im Vogtland, im anderen Teil Deutschlands, eine Delegation von Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung Plauen im Vogtland hier im Saal willkommen zu heißen. Guten Abend. Viele Leute aus Hof und Umgebung wären natürlich gerne zu unserer Superhitparade gekommen. Aber Sie sehen selber, wir sitzen schon ganz eng zusammen. Aus Platzgründen war das leider nicht möglich. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, Marianne, wir hätten das Hofer Fußballstadion angemietet. Ja, da war es ein bisschen kalt geworden. Um die Jahreszeit, aber ja. Sie sehen es, Fußball ist halt sein Leben. Fußball? Da war doch noch was. Also in jedem Fall, meine Damen und Herren, stehen Sie heute Abend im Mittelpunkt dieser Sendung mit Ihren Lieblingsinterpreten, mit den schönsten, erfolgreichsten volkstümlichen Melodien. Ja, und daraus haben wir, das heißt das ZDF, für Sie ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Und darin dreht sich alles um Musik. Und Musik ist die einzige Sprache der Welt, die überall verstanden wird. Und die vor allem zu jedem Herzen findet. Aber ich würde sagen, wir spannen es jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter. Wir laden Sie jetzt ein und stellen Ihnen gleich unsere ersten Gäste vor. Fahrende Musikanten, und dieser Titel passt besonders gut zu einem Paar. Genauer gesagt zu einem Ehepaar, das bereits seit 27 Jahren zusammen singt. Was, so lang? 27 Jahre? Stell dir nicht so an, dasselbe habe ich mit dir auch vor. 27 Jahre? Ja, und noch viel das länger. Das ist ja mehr als lebenslänglich. Du, ich sag's dir. Ja. Gott sei Dank hast du die Hälfte schon hinter dir, ja, gell? Ja, das kann man ja wirklich sagen. Nimm also dir doch ein Beispiel an unserem Duo. Ein Herz und eine Seele. Sie alle kennen sie. Hans und Ellen Kollmannsberger. Und danach begrüßen wir Freunde und Nachbarn aus Tirol. 5 Musikanten, die im deutschsprachigen Raum längst zu einem Begriff geworden sind
und die mit ihrer Musik überall große Erfolge feiern. Genau, das Original Alpenland-Quintett mit ihrer Erkennungsmelodie Guten Morgen. Schön. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon all den Tag. Guten Morgen. Ja und? Das ist doch das falsche Lied. Und die falsche Sendung, also Entschuldigung. Also in jedem Fall, meine Damen und Herren, möchten wir gerne mit einer einheimischen Spezialität beginnen. Ja. Was fällt denn dir, Marianne, beispielsweise zu einem Zollbeamten ein? Also Fragen stellst du mir heute. Natürlich. Du kannst mich heute überhaupt nicht aufs Glatteis führen. Ach, schade. Ich pass auf. Ehrlich? Du meinst natürlich unsere Zollkapelle Nürnberg, die ja hier in Hof zu Hause ist. Das ist ja. Und als Referenz an unsere Gastgeberstadt Hof möchten wir mit diesen 30 exzellenten Amateurmusikern beginnen. Und wir hören von Ihnen unter der Stabführung von Toni Zimmert den Tiroler Standschützenmarsch. Don't
unser Lied gehören der ganzen Welt. Eine volkstümliche Sendung und besonders die Superhitparade bietet Lieder und Musikanten aus allen Regionen unseres Landes. Ja, und deshalb dürfen heute Abend auf keinen Fall unsere Nordlichter fehlen. Die wir jetzt auch herzlich begrüßen möchten mit einem Nordlichtgruß. Moin, moin! Ja. Moin, moin.
Sind ein paar dabei? Der Schriftsteller und Lyriker Hermann Löns, auch als der Heidedichter bekannt, schrieb 1911 ein wunderschönes Volkslied auf der Lüneburger Heide. Also über 75 Jahre ist dieses Wanderlied schon alt. Ja, und wer könnte es wohl besser vortragen als Gäste, ein Künstlerpaar, das dort zu Hause ist, Pet und Paul. Aber vorher dürfen wir einen sehr berühmten Chor begrüßen. Und wenn ich Ihnen noch erzähle, dass dieser Chor auf eine mehr als tausendjährige Tradition zurückblicken kann und dennoch mit dem Begriff Jugendfest verbunden ist, dann wissen viele vielleicht schon, welcher Chor gemeint ist. Genau, die Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Joachim Steppert. Und sie werden uns ein Lied vortragen, ein Volkslied, das schon über 150 Jahre alt ist und von Friedrich Silcher geschrieben wurde, Wenn alle Brünnlein fließen. Aber zuerst begrüßen wir ganz liebe Freunde aus Holland. Sie alle kennen und lieben sie. Freuen Sie sich mit uns auf die Kirmesmusikanten. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Servus. Abend. Also, Henny und Co. Ganz falsch, Michael. Ach, ich verhau mich doch bei euch beiden immer wieder. Es ist auch schwer. Wie heißt es dann? Tobi und Henny van Voskuilen. Macht nichts, es ist immer so mit die Vertauschung. Immer so mit die, mit die Vertauschung. Genau. Sehr gut, also holländisch-deutsch, prima gesagt. Aber ich habe eine Frage. Ja, selbstverständlich, ich verstehe gut holländisch. Eine Frage an dich. Sag einmal, Henny, ist das dein Vorname oder ist das dein Künstlername? Na, eigentlich heißt er Hendrik, aber ich nenne ihn Henny. Aha. Und solange Kobi das tut, finde ich Henny sehr schön. Das finde ich auch schön. Marianne, könntest du dir nicht für mich auch einmal so was Schönes einfallen lassen? Was Schönes? Ja, Michi oder Much. Also wird man, irgendwas wird mir schon einfallen. Auf die Hollerisch, Much. Warten wir, irgendwas. Hoffentlich. Aber weißt du, was mich interessieren würde und unsere Gäste auch? Wann, wo, zu welcher Gelegenheit habt ihr zwei euch denn kennengelernt? Es war auf dem Musikkonservatorium in Utrecht. Ich habe Henny angeguckt und er mich. Aha. Und dann hat es gleich funktioniert. Was, dann hat es gleich funktioniert. Ja. In Holland sagt man funktioniert, bei uns in Bayern sagt man, es hat schnackelt. Ja. Und seit dieser Zeit hast du immer mit dem Henny gespielt. Akkordeon. Akkordeon hast du gespielt. Ja, ist ja bekannt, dass die Frauen gern mit Männern spielen. Ist klar. Also eine musikalische Ehe, ja, und ein private, genau, ja, wie bei euch. Bis bei uns, ja, eigentlich, bei uns auch. Auch. Wunderschön, wenn man Tag und Nacht mit dem Ehepartner zusammen sein darf. Ihr feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, mhm, und dazu möchten wir euch ganz herzlich gratulieren. Ah, das hast du lieb, da kriege ich schon ein Band. Herzlichen Dank. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch zum 15-jährigen Bühnenjubiläum und standesgemäß, ja, wie wir das machen, mit einem Strauß aus Bayern. Dankeschön. Wie sich das gehört. Ja, Dankeschön. Ihr beide scheint immer, wenn man euch auf dem Bildschirm sieht, so harmonisch, so einig zu sein. Ihr lächelt euch immer an. Wer bestimmt eigentlich bei euch beiden, wann, was, wo oder wie gemacht wird? Also auf gut bayerisch gesagt, wer hat bei euch beiden die Hosen an? Weißt du, Michael? Fickst, ja, du? Merkst du das? Ja, ja, sicher, wie bei uns. Ich habe gute Ideen. Ja. Henny hat gute Ideen. Ja. Man muss ausprobieren, wie das so läuft. Ah ja. Und dann bestimme ich natürlich, wie das gemacht wird. Ja, das bilde ich mir auch immer ein. Ja. Ja. Henny? Ja. Und ich entscheide danach, ob wir es machen oder nicht. Aha, das ist jetzt ganz konkret. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Und wie geht es bei euch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Michael, dürfen wir es verraten? Freilich dürfen wir es verraten. Bei uns geht's ähnlich. Ja. Wir beide führen eine demokratische Ehe. Ja, eine demokratische Ehe, was so viel bedeutet, meine Frau ist die Regierung, ich bin die schwache Opposition und meine Schwiegermutter ist die Radikale. Versteht deine Schwiegermutter sehr, sehr viel Spaß. Ja, wir haben sie extra heute Abend eingeladen, damit sie nicht zu böse ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir freuen uns sehr auf euch. Auf flinken Fingern werdet ihr uns spielen, und zwar euer Jubiläumsmedley. Danke für das Gespräch, und die Blumen nimmt die Marianne mit. Herzlichen Dank und viel Spaß mit den Kirmesmusikanten.
schönen Land ging ich auf und ging ich unter, allerlei am Weg ich fand. Valerie, Valera und Johai Rassa und Johai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Brüder, lasst die Gläser klingen, denn der Muskateller Wein wird vom Lamm entstehen sauber, ausgetrunken muss er sein. Valerie, Valera und Johai Rassa und Johai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Und die Braken und die Wellen und die Füchse und die Knallt. Rote Hirsche wollen wir jagen in den grünen, grünen Wald. Valerie, Valera und Johai Rassa und Johai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Ei, du Hübsche, ei, du Feine, ei, du Wild wie Milch und Blut. Unsere Herzen wollen wir tauschen, denn du glaubst nicht, wie das tut. Valerie, Valera und Johai Rassa. Bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Bester Schatz, du weißt es ja. Und nun, liebe Gäste, freuen Sie sich gleich auf zwei Überraschungen aus unserem herrlichen Bayernland. Nein, ich habe auch noch eine. Drei. Drei, also gut, dann drei. Freuen Sie sich zuerst einmal auf zwei sehr, sehr beliebte Künstlerinnen. Und auf ein standeres Mannsbild. Richtig, unser Sepp Vielechner. Er kommt ja auch aus Bayern. Man nennt ihn den Caruso der Berge. Und er hat für Sie ein besonderes Schmankerl parat, den Königsjodler. Zuerst aber begrüßen wir zwei charmante Vertreter unserer volkstümlichen Musik. Herzlich willkommen, Maria und Margot Hellwig. Guten Abend. Guten Abend, Maria. Servus, Margot. Maria, du bist Sängerin, Wirtin, Moderatorin, um nur einige deiner Aktivitäten zu nennen. Du hast in deinem Leben oft viel Mut bewiesen, bist neue Wege gegangen, hast neue Richtungen eingeschlagen. Ja, aber angefangen hat eigentlich das Ganze beim heimatlichen Bauerntheater. Bei dir daheim? Da war ich schon, ja, war ich schon als Kind dabei und dann habe ich später gesungen zur Gitarre. Und da ist eines Tages im Publikum der Kammersänger Martin Krämer gesessen und dem hat es so gut gefallen, dass er mir ein Stipendium an der Musikhochschule in München ermöglicht hat. Also stell dir vor, das war ein Glückstag für mich. Das braucht ja, und man dann hast du den klassischen Weg eingeschlagen und dann ist sie in den hohen Norden gegangen und hat an der Hamburger Volksoper als Operettensoubrette ihre ersten Lorbeeren verdient. Ja, das ist richtig und da habe ich recht schöne Partien singen dürfen. Also, was habe ich denn gesungen? Die Bella Paganini. Im Paganini, die Mi im Land des Lächelns und die Rüsselwirte natürlich, im weißen Rüssel. Und wie oft hast du die gespielt? 150 Mal habe ich die gespielt. Also könnte man eigentlicherweise sagen, jawohl, gerne. Mit einem Satz gesagt, die Wirtin hat dich nicht mehr loslassen, die Wirtschaft hat dich nicht mehr loslassen, Rüsselwirtin hast du gespielt, dann warst du Fernsehwirtin im ZDF, Fahrt ins Blaue, die Musik kommt und jetzt bist du wieder Wirtin in einem Lokal in deinem Heimatort. Das ist natürlich ganz was anderes, gell? Ja, das ist klar. Du bist wieder dann in den Süden gezogen, nach Reitenwinkel. Ja, aber da habe ich noch keine Wirtschaft gehabt, sondern ich bin deswegen heim,
weil ich inzwischen ein kleines Kind gekriegt habe und das war die Margot. Mhm. Und ich habe bei meiner Oma gelebt und das habe ich nicht ausgehalten. Ja, und da hat mein Mann gesagt, so, jetzt packen wir unser Graffi und fahren heim, singen kannst du daheim auch. Ja, so genau. Meine ich. Genau. Das ist doch gut. Da können wir wirklich auch mitfühlen, wie schlimm das ist. Wir sind auch viel unterwegs und wir rasen jede Nacht fast, wenn es möglich ist, nach Hause, damit wir bei unseren Buben sind. Das kennen wir. Aber Margot, du hast denselben Weg eigentlich eingeschlagen wie deine Mami? Ich habe Gesang studiert und habe mich dann für die Volksmusik entschieden, damit ich mit meiner Mami zusammen im Duo singen kann. Ja. Das ist halt einfach das Schönste. Damit sie nicht alleinig ist, genau. Ein Herz und eine Seele jetzt mal. Maria, da beneide ich dich darum. Ehrlich, ich meine, ich singe wahnsinnig gerne mit meinem Mann zusammen. Ja, ich singe auch sehr gerne mit dir zusammen. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn meine Buben einmal größer sind und dann werde ich mit meinen Söhnen singen. Und dann muss ich schauen, dass ich noch zwei Töchter kriege. Alles klar. Mit eigenen Ensemblerosen. Nee, also meine ich. Also wir freuen uns. Ich bedanke mich zuerst einmal ganz herzlich für das Gespräch mit euch beiden. Wir alle freuen uns auf noch viele, viele schöne Lieder von Maria und Margot Hellwig. Und heute Abend hören wir von euch beiden eine alte Volksweise, Hohe Tannen. Danke. Felsenband und spürte, wie
sein Herzeleid entspannt. In unserem nächsten musikalischen Block empfangen wir ein Blasmusikensemble, das es in nur 4 Jahren zu großer Beliebtheit gebracht hat. Die neue böhmische Blasmusik. Unter der Leitung von Roland Kohler hören wir dann die berühmte Löffelpolka. Diese Polka, Marianne, haben wir bei uns zu Hause schon gespielt. In der Steiermark? Ja. Ehrlich? Ja, ich habe immer ein paar hinter die Löffel gekriegt. Oh. Das hat scheinbar bei dir überhaupt nichts genützt. Doch, damit hat meine Laufbahn begonnen. Ja? Was meinst du eigentlich? Wie beginnt eine Karriere oder was braucht man, um Karriere zu machen? Das weiß doch eigentlich jedes Kind. Also erstmal braucht man sehr viel Talent. Ja. Dann sollte man sehr fleißig sein. Schreibt er das mal hinter die Löffel. Schon wieder die Löffel. Mhm. Dann würde man vielleicht eine Portion Glück brauchen und dann die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Ja, und wenn man es dann geschafft hat und oben ist, auch oben zu bleiben. Das ist meines Erachtens das Allerschwierigste. Mit Sicherheit. Du spielst auf eine ganz bestimmte Karriere an. Ich spiele auf eine einzigartige Karriere an. Guten Abend, Heino! Heino? Guten Abend. Guten Abend, Marianne. Guten Abend, Michael. Guten Abend, meine lieben Freunde hier in Hof. Guten Abend. Heino, mit über 24 Millionen verkaufter Schallplatten hältst du den einsamen Rekord unter den singenden Volksmusikanten. Über 20 Jahre steht Heino schon auf der Bühne. Und wie viele Titel, weißt du das eigentlich, wie viele Lieder hast du inzwischen aufgenommen? Ich habe ca. 600 Titel eingesungen. Das ist natürlich eine enorme Menge. Sehr und viele, ich darf dir jetzt... Da darfst du nur fleißig sein. Ja, ich übe ja. Er ist ja auch fleißig. Ich übe ja freilich, gibt es ja keine Frage. Ich habe ja 2 Buben daheim. Ist klar, wenn wir vom fleißig reden. Ich darf dir etwas verraten. Das ZDF hat sich die Mühe gemacht und hat einmal nachgerechnet. Alle verkauften Tonträger von dir, Schallplatten, übereinander gestapelt, würde sage und schreibe 266 Mal die Höhe des Eiffelturms in Paris ergeben. Wahnsinn. Kommen wir gar nicht hoch. Na, wir beide nicht. Außer. Kann man sich nicht vorstellen. Also, ich würde das so machen: wir beide klettern rauf. Ich mache den ersten Teil bis zur Mitte und den zweiten machst du. Okay. Aber ich hoffe, ihr beide seid einverstanden, dass dann ich mitfahre nach Paris. Das ist mir zu gefährlich. Ja, das wäre ja genauso wie Eulen nach Athen oder Bier nach München. Sie traut uns nicht. Ja. Nein, nicht ganz. Heino, wir haben über Karrieren gesprochen. Wie hat es bei dir angefangen? Ja, ich habe mich immer schon für Musik interessiert. Ich wollte ja auch Musik studieren, aber wir hatten kein Geld. Mein Vater ist im Krieg gefallen und meine Mutter hat dann darauf bestanden, dass ich eine
Bäckerlehre mache, einen anständigen Beruf erlerne. Dann das Singen anfangen, bist du unanständig. Wir Volksmusikanten sind ja anständig. Immer. Jawohl. Ja, und dann habe ich in der Backstube gesungen. Ich habe nebenbei dann Musik studiert. Ich habe Gitarre studiert, ich habe Gesang studiert. Und dann habe ich ein Trio gegründet und bin dann 1965 von Ralf Bendix entdeckt worden. Das waren die OK-Singers. Das waren die OK-Singers damals, ja. Und in dieser Zeit bin ich von Ralf Bendix entdeckt worden in Quakenbrück. Mhm. Und auch in diesem Jahr habe ich meine erste Schallplatte gemacht, Jenseits des Tales. War ein sehr, sehr großer Erfolg. Das war ein sehr schönes Fahrtenlied, das war mein erstes Lied, mein erster großer Erfolg. Ja, und dann folgten Erfolge wie zum Beispiel Wenn die bunten Fahnen wehen, wir lieben die Stürme, Mohikaner, Enzian, Karamba. Also unzählige, bei 600 wird man zwei Sendungen brauchen, wenn ich die alle aufzählen also, möchte. Heino, du kannst wirklich stolz sein auf deine Erfolge. Ich bin auch stolz. Vor allem kann er stolz sein, denn er hat es geschafft, das deutsche Lied, das deutsche Volkslied, erstens mal bei uns zu Hause und dann im Ausland wieder bekannter und beliebter zu machen. Ja, und wir haben ja auch vor einigen Tagen, wenn wir gerade vom Ausland reden, eine Grußkarte erhalten aus New York, da warst du auch engagiert. Ja. Und ich war im Garden City Arts Center, ich war eingeladen worden zum Tag der Deutschen. Ja. Und ich habe dort einen sehr großen Erfolg gehabt und habe jetzt vorgeschlagen, dass ihr im nächsten Jahr auch drüben seid. Oh, das war eine nette Geschichte. Da gehen wir natürlich gerne rüber für uns zum allerersten Mal nach USA. Mhm. Unter den süddeutschen Abschnitt. Ah ja, so weit wir sind wir schon. Ja, genau. Meine Frage an dich noch zum Abschluss vielleicht. Wie erklärst du dir persönlich deinen über 20 Jahre lang anhaltenden persönlichen Erfolg? Vielleicht, weil ich für viele Menschen singe, denen eine heile Welt lieber ist als eine kaputte. Also positive Lieder. Vielen Dank. Das ist wirklich gut gesagt und du wirst uns ein wunderschönes Lied vorsingen, auch einen Erfolgstitel, Edelweiß. Für Sinon Heino. Edel, edel, edelweiß, auf hohem Berge steht. Doch im Tal die Edeltraut ist tausendmal so schön. Edel, edel, Edeltraut, so schön und treu zu sein. Ihr Herz hat für so viele Platz, ich bin nicht nur ihr einziger Schatz. Doch ich wünsch mir ein Mägdelein, nur für mich allein. Ich frag mich nun, was soll ich tun? Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, ein solchen Magel geben, das so viele andere liebt? Rosa rot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir gegeben in so mancher Abendstund. Morgen muss ich fort von hier, lebt wohl ihr Bergeshöhn. Und im Tal die Edeltraut möcht gerne mit mir gehen. Edel, edel, Edeltraut, wirst du auch treu mir sein, genauso wie mein Edelweiß, mein kleines weißes Edelweiß. Doch leider bist du viel zu schön und treu zu sein. Ich frag mich nun, was soll ich tun? Ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, einem solchen Magel geben, das so viele andere liebt. Rosa rot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir gegeben in so mancher Abendstund. Soll ich denn mein junges Leben, das wie eine Rose blüht, einem
solchen Mal ergeben, was so viele andere liebt. Rosarot sind ihre Lippen, zuckersüß ist auch ihr Mund. Viele Küsse hat sie mir gegeben, in so mancher Abendstund. In so mancher Abendstund. In so mancher Sendung haben eines gemeinsam. Sie beschreiben die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat, unserer Natur. Ja, aber leider gibt es kaum noch Landschaften, die nicht von der Umwelt belastet sind. Und hier sind wir alle aufgefordert, etwas zu tun, damit der Wald, der für uns alle so lebenswichtig ist, die Chance hat, zu überleben. Und deshalb haben sich alle Künstler des heutigen Abends wieder in den Dienst der guten Sache gestellt und für sie eine Schallplatte besungen. Und wir haben diese Langspielplatte der Stiftung Wald in Not gewidmet. Und eine gute Sache, und vom Erlös der verkauften Schallplatten gehen 2 Mark dieser Stiftung zu. Selbstverständlich gibt es diese Lieder auch auf Musikkassette und CD. Also mit dem Kauf der Superhitparade der Volksmusik
besitzen Sie erstens mal eine musikalische Erinnerung an den heutigen Abend und Sie helfen wirklich mit, unsere Umwelt zu erhalten. Also eine bleibende Erinnerung an unsere Heimat und ihre Lieder. Wir beide fahren jährlich viele Kilometer durch Deutschland und überall, wo man hinkommt, gibt es wunderschöne Landschaften. Man muss sie nur sehen und sehen wollen. Ich meine ganz einfach, wir alle können und dürfen stolz sein auf unser herrliches, unser schönes Deutschland. Auf unser Land! Felder blühen im Sonnenschein, auf den Hügeln wächst der Wein. Es gibt Wiesen und auch Seen, die Küste und die Berge. Still ist Dorf und laute Stadt, Himmel, der kein Ende hat. Und es zieht sich durch das Land der Flüsse Silberbahn. So viel Erinnerung, die Geschichte, die hier Spuren schrieb. Und wir alle haben es immer so sehr geliebt. Unser Land ist mein Land und dein Land. Unser Land, so schön wie sonst kein Land. Von den Alpen bis zum hellen Nordseestrand. Unser Land ist Heimat und Leben. Und es bleibt in Sonne und Regen. Ich gehe gerne Hand in Hand mit dir durch unser Land. Unser Land ist mein Land und dein Land. Unser Land, so schön wie sonst kein Land. Von den Alpen bis zum hellen Nordseestrand. Unser Land ist Heimat und Leben. Und es bleibt Sonne und Regen, immer unser Land, wo wir geboren sind. Ich gehe gerne Hand in Hand mit dir durch unser geliebtes Land. Ja, das ist unser Land. Weiter geht's, wenn das Repertoire eines Orchesters von Marschmusik über Musical bis hin zur volkstümlichen Musik reicht, dann ist die Rede von einem neu gegründeten Orchester, jetzt sind's gespannt, und natürlich Walter Scholz. Wir kennen ihn als exzellenten Trompeter und er hat sich einen Wunschtraum erfüllt und ein eigenes Blasorchester gegründet. Solistenparade nennt er seinen zünftigen Musikantenspaß und bei dem können seine Musiker mal zeigen, was in ihnen steckt. Aber danach kommt ein ganz lieber Kollege, er ist Sänger, Texter, Komponist und erfolgreicher Moderator einer volkstümlichen Fernsehsendung. Patricius. Genau. Jawohl. Frohsinn hält ihn jung, das ist seine Lebensdevise und recht hatte. Wir wissen doch alle, jede Stunde, die man lacht, verlängert das Leben um einen Tag. Das hast du schön gesagt. Deshalb, meine Damen und Herren, lachen Sie. Lachen macht schön. Ich komme aus Karlau, ich habe jedes Mal gelacht. Ja, wunderbar. Den Vorteil haben wir, die Männer. Schön muss ein Mann nicht unbedingt sein. Ach, schön müssen Nein. wir nicht sein, sondern? Nur interessant. Ach, nur interessant, ja. Ja. Ist klar. Interessant wird's aber jetzt bestimmt, denn Patricius hat einen volkstümlichen Hit auf Lager.
eine bämische Polka aus den 50er Jahren von Hans Arno Simon, die unverwüstliche Anneliese. Aber vorher begrüßen wir eine Künstlerin, die Ihnen, meine Damen und Herren, nicht nur aus vielen Fernsehserien und Theaterübertragungen her bekannt ist, sondern auch als Sängerin vom Karneval in Köln am Rhein. Herzlich willkommen, Lotti Kregel. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo Lotti. Also ich musste ein Kompliment machen. Oh, warum diese Einleitung? Dann tust du. Also ich muss dir sagen, du hast dich überhaupt nicht verändert. Du schaust immer noch gleich gut aus. Ganz und ich habe für dich was dabei. Einen kleinen Moment. Und das darf ich dir jetzt gleich einmal präsentieren. Eine Preisfrage von uns beiden. Was ist das? Oh, eine Tüte Bonbons. Das ist richtig, jawohl. Eine Limonade. Ja. Und? Und noch etwas. Ein Freifahrtschein für die Kölner Straße? Ja. Ich weiß schon, ich weiß. Das war meine erste Gage beim Kölner Kinderfunk. Und hat es wirklich so angefangen damals? So hat es angefangen. Ich war damals 6 Jahre alt, war noch viel zu klein. Ich kam gar nicht ans Mikrofon. Man musste mich immer auf einen Stuhl stellen, damit ich ranreichen konnte. Naja, und dann kamen auch bald schon viele schöne Rollen beim Theater. Angefangen hat es mit Peterchens Mondfahrt. Was hast du da gespielt bei Peterchens Mondfahrt? Bei Peterchens Mondfahrt habe ich die Schwester gespielt, die Anneliese, die hochgeschossen wurde. Aha, du lässt dich aber heute nicht mehr hochschießen. Och, kommt drauf an, wer es macht. Vielen Dank, dass du mich jetzt berührt hast. Das dann, dann ging es weiter, dann kamen später die jugendlichen Liebhaberinnen in Charlies Tante und meine Lieblingsrolle im Schneider Wibbel oder in Pension Schöller, die spanische Fliege. Und dann kam auch schon bald das Fernsehen. Ich war sozusagen in der Geburtsstunde des Fernsehens dabei. Da aber war davor war viel, viel Theater, Theater, Theater. Ja, ja, das habe ich öfters daheim bei mir. Oh, ist das wahr? Der kann es nicht lassen. Das du, was sich liebt, das neckt sich. Das hält doch eine Ehe frisch. Aber erzähl mal, du hast dann mir mal erzählt, mir was verraten. Ja. Das interessiert natürlich unsere Gäste im Besonderen. Du hattest eine sehr außergewöhnliche Rolle. Im deutschen Fernsehen, ja. Damals gab es ja noch keine Übertragungswagen. Wurde alles live ausgestrahlt und ich hatte eine Traumrolle, eine Märchenrolle. Eine Märchenrolle? Mit Striptease. Oh, das Fernsehen sorgt für Überraschungen. Wer sagt's denn? Das war mein erster und bisher einziger Striptease im deutschen Fernsehen. Und wir müssen verzichten. Also ich erzähle euch, wie es gewesen ist. Wir spielten Struwwelpeter und ich wurde in ein überdimensional großes Tintenfass gesteckt, rein damit. Und als ich wieder rausklettern wollte, da blieb mein Kleid an einem Nagel hängen. Es machte Ratsch. Und Klein Lotti stand im Freien. Ja, mit dem Rücken zur Wand. Habe ich dann weitergespielt. Sehr gut. Irgendwann hast du dann zum Singen angefangen? Ja, ich habe dann mit kleinen Liedern angefangen, kleine volkstümliche Lieder, ein liebes Wort zur rechten Zeit oder wir sollten öfter miteinander reden, wenn die Mama Geburtstag hat. Und dann kam ein Riesenhit. Ja, das war mehr ein Zufallstreffer. Im Karneval? Also ist es öfters. Ja, es war ein kleines Lied, eigentlich gar nicht kein Stimmungslied, so wie man es im Karneval kennt, sondern eine kleine Geschichte. Ja. Mir schenken der Aale, paar Blömsche. Und die heißt, wurde dann auf den Straßen. Wir haben hier lauter Bayern, was heißt denn das? Mir schenken der Aal, der alten Frau Schmitz, die hat wohl jeder neben sich wohnen, irgendeine alte Dame. Der alte Frau Schmitz von nebenan, schenke mir ein paar Blömchen, ein paar Blümchen. Wunderschön. Ich sage ja, früher war ja die Zeit wesentlich romantischer als heute. Früher schwebte das Mädchen über die Wiese, pflückte die Blume, frei nach dem Motto, er liebt mich von Herzen mit Schmerzen. Klein wenig, überhaupt nicht, er liebt mich von das Herzen mit Schmerzen. Bis nichts mehr dran immer wieder, war. Ja. Und was ist heute? Heute ist die Zeit so schnelllebig geworden, da rast das Mädchen über die Wiese, reißt die Blume raus und sagt, was ist er, was hat er, was kann er, und das fährt er für ein Auto. Bravo. Einspruch, wir zwei legen Einspruch ein, Michael, wenn man verliebt ist. Ja. Das ist egal, ob er ein Auto hat, ist egal, ob er mit dem Radl daherkommt. Ist sogar egal, ob er was in der Brieftasche hat. Ja. Oder ob er zu Fuß herkommt. Hauptsache er kommt, oder? Er kommt. Das haben wir mal gedacht. Wir freuen uns jetzt auf dich, Lotti. Du hast dieses Lied für uns dabei. Und ich hoffe, ich sag's jetzt richtig. Probier's einmal. Mir schenke der Aal ein paar Blümsche. 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 Im ganze Fädel ist die Aalfrau Schmitz bekannt. Sie wird von alle nur et Schmitze will genannt. Die hätt nit für
ist nicht besonders recht und hätt noch lang nicht jeden Mittag Fleisch um dich. Nur Edel jedet, wo sie Freude dran hätt, dat sind die Blümchen ob ihrem Fensterbrett. Mir schenken der alle ein paar Blümchen, ein paar Blümchen für ihr Fensterbrett. Mir schenken ihr ein paar Blümchen, denn die Frau Schmitzi ist so nett. Und klopf auf öfters ins ne Arme an ihr Tür, dass sie ja nix gibt, ich läuf der Küt nicht für. Und es ist auch nicht risch, ist keine Millionär. Was zu verschenken, das fällt eh nicht schwer. Und sinnet nur 10 Pfennig und nicht mir. Dafür hätt sie ever unser Sympathie. Mir schenken der alte ein paar Blümchen für ihr Fensterbrett. Mir schenken ihr ein paar Blümchen, denn die Altfrau Schmitzi ist so nett. Und ist die Altfrau Schmitzi einmal mit mir da, dann datet manchen weh, bestimmt, das ist doch klar. Wo sie auch nicht risch, hat nicht besonders viel. So war sie doch für all et Lebe Schmitzebel. La 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 la. Mir schenken der alte
du böse auf mich? Anneliese, ach Anneliese, du weißt doch, ich liebe nur dich. Doch ich kann es gar nicht fassen, dass du mich hast sitzen lassen, wo ich von dem letzten Geld die Blumen hab für dich bestellt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich sie vor Wut genommen, ihre Köpfe abgerissen und dann in den Fluss geschmissen. Anneliese, ach Anneliese, nachher tat es mir wieder leid. Anneliese, ach Anneliese, wann wirst du nun endlich gescheit? Schon 20 Jahre sind vergangen seit jener Zeit, so manches Haar ausgegangen vor Herzeleid. Ich hab Anneliese bekommen, ach, wie war das schön. Anneliese hat mich genommen, wohl nur aus Versehen, so ist das Leben. Und oft auch der Liebe braucht, was heiß ersehnt wird, bekommt man am Ende auch. Anneliese lächelt vergnügt, wenn sie noch daran denkt, wie ihr unser Papa liebtes Lied geschenkt. Anneliese, ach Anneliese, warum bist du böse auf mich? Anneliese, ach Anneliese, du weißt doch, ich liebe nur dich. Doch ich kann es gar nicht fassen, dass du mich hast sitzen lassen, wo ich von dem letzten Geld die Blumen hab für dich bestellt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich sie vor Wut genommen, ihre Köpfe abgerissen und dann in den Fluss geschmissen. Anneliese, ach Anneliese, nachher tat es mir wieder leid. Anneliese, ach Anneliese, wann wirst du nun endlich gescheit? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, leider geht diese Sendung langsam, aber dafür sehr, sehr stimmungsvoll ihrem Ende entgegen. Münchner Spezialitäten werden jetzt serviert. Und wenn ich von München spreche, da gibt es einen Schunkelwalzer, der wohl weltberühmt geworden ist und so eng mit München verbunden ist wie der Radi, die Weißwurst und das Bier. Richtig, Sie haben es erraten. In München steht ein Hofbräuhaus. Und fast so bekannt wie das Lied vom Hofbräuhaus ist auch sein Interpret, der inzwischen wohl so etwas wie eine lebende Münchner Institution geworden ist. Er ist Sänger, Schauspieler, Kriminalkommissar und Moderator. Sie wissen natürlich, wen wir meinen, und er ist heute Abend da. Wir begrüßen ihn, Maxl Graf. Guten Abend, Maxl. Servus. Servus, Maxl. Servus, Maxl. Marianne, grüß dich. Grüß dich. Michi, servus. Ehre, Michi. Maxl, was ist denn los? Du schaust so grantig rein. Ja, mir stinkt er. Weil das Bier schlecht eingeschenkt oder was? Erstens. Oh. Erstens. Und dann? Zweitens, weil das Lied, das weltbekannte Lied in München steht, der Hofbräuhaus, ausgerechnet zwei Preisen geschrieben haben. Die sind uns überlegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Wieger Gabriel und der Klaus Richter. Genau. Das waren Preisen, das habe ich gar nicht gewusst. Aber so gut, gelungen ist ja nicht. Gelungen ist ja nicht. Bloß einen Fehler haben sie halt nicht gebracht. Das gibt's doch nicht. Der Preis macht doch keinen Fehler. Das tue ich nicht. Ja. In dem Fall schon, weil die haben geschrieben, die blaue Isar. Ah, die gibt's. Es gibt eine blaue Donau oder ja. Sowas. Aber oder ein blaues Holztierchen. Ja, oder wir sind ab und zu blau. Oder ja, was. Wenn wer zahlt, dann ja. Aber gibt's ein Freibier halt. Ich weiß nicht. Das beste Bier. Schlecht eingeschickt. Nein, aber das heißt immer die grüne Isar. Die grüne. Richtig. Die haben sie im Fehler nicht gebracht. Ah, vielleicht trotzdem. Ist es deshalb ein Erfolg geworden, weil es blaue Isar heißt. Ich meine ganz was anderes. Die werden in unser Bayernland so verliebt gewesen sein und werden ins Hofbräuhaus gegangen sein und dann sind sie blau gewesen und das Bier hat ihnen so gut geschmeckt. Das wird sein, weil unser Bier so gut war. Waren im Hof genauso blau gewesen wahrscheinlich, aber dann haben sie die blaue Isar. Das war halt in München. Also ich freue mich auf alle Fälle, dass du uns gerade dieses Lied aus meiner Heimatstadt singst. Aus meiner auch. Wir sind zwar gebürtige Münchner, ja, gell? Das heißt fei was. Das heißt auch was, ja. Es gibt nicht mehr viel München. Dass den Karot hat, heißt auch was. Das ist nicht mehr Österreicher, gell? Ja. Vorsichtig sein, vorsichtig sein. Und wir bleiben in München und wir versprechen Ihnen eine Mordsgaudi. Bei Dixieland
und original bayerischen Bierchess, dem Markenzeichen unserer Münchner Hotdogs. Sie sind aber heute nicht mit dem Radl da und es liegt auch kein toter Fisch im Wasser. Keine Angst. Sie erzählen uns was aus der Vergangenheit. Ja. Und der Dichter dieser schaurigen Ballade von der Grünwalder Burg bei München ist der unvergessene Karl Valentin. Und er hat dieses Lied als erster gesungen. Sie kennen dieses Lied? Jo so wanns, jo so wanns, jo so wanns, den alten Rittersleid, jo so wanns. So kann man da weitermachen. Die alten Rittersleid, wenn das der Gotthilf Fischer jetzt gehört hat. Ja. Ist entlassen. Den vorletzten Beitrag liefern uns Volksmusikanten, die auf ihr 40-jähriges Bestehen ganz besonders stolz sein können. Sie begeistern uns immer mit ihrem fast unerschöpflichen Liedgut ihrer Egerländer Heimat. Und dass diese Musikanten nicht nur Egerländer Melodien bravourös vortragen können, beweisen sie uns heute Abend mit einem Stück aus Oberkrain, mit einem Klassiker aus dem volkstümlichen Repertoire, Conny Dellner und seine Originalkapelle Egerland mit dem Trompetenecho. Ja, aber den Abschluss soll das größte Ensemble in unserer Superhitparade bilden, die Fischerchöre. Ihr Begründer Gotthilf Fischer meint, singen verstehe ich als Therapie gegen die Krankheit unserer Zeit, die Einsamkeit. Und offensichtlich sind viele Menschen dieser Meinung, denn seine Chöre sind die größte Singgemeinschaft unserer Zeit geworden. Und ihr Lied könnt ihr auch als Leitgedanke über diesen wunderschönen Abend stehen. Musik als verbindendes Glied zwischen den Völkern unserer Erde. Musik kennt keine Grenzen. Darauf freue ich mich besonders, aber jetzt ist einmal Stimmung angesagt. Maxl Graf und für Sie in München steht ein Hofbräuhaus. Jawohl. Da, wo die blaue Isar fließt, oben mit, grüß Gott, dich grüßt, liegt meine schöne Münchner Stadt, die ihresgleichen nicht hat. Wasser ist billig, rein und gut, nur verdünnt es unser Blut. Schöner sind Tropfen goldenen Weins, aber am schönsten ist Mainz. In München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, super. Da läuft so manches Fassal aus, eins, zwei, super. So mancher brave Mann, eins, zwei, super, gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend kam er heraus. So schön ist's im Hofbräuhaus. Da trinkt man Bier nicht aus dem Glas, da gibt's nur die große Mast. Und wenn der erste Mastkrug leer, bringt er die Resel bald mehr. Oft wird daheim die Frau erschreckt, bleibt der Mann wohl länger weg. Aber die braven Nachbarsleid, die wissen besser Bescheid. In München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, super. Da lacht so manches Wasserl aus, eins, zwei, super. Da hat so mancher brave Mann, eins, zwei, super. Gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und später am Abend kam er heraus. So schön's im Hofbräuhaus. So schön ist im Hofbräuhaus. Jawohl! Thank you.
Wald im Isardal. Gams ist mir das Haar einmal. Da hab ich die Ritter gehaust. Denn die Hans war gar nicht graus. Ja, so Mann, ja, so Mann, ja, so Mann. Jo, ich drück das Leid, ja, so Mann. Ja, so Mann, ich drück das Leid. Suffer haben's und des nicht wir. Aus die Eimer rein und Bier. Haben's da Leute zum Suffer gehabt, dann sind's unterm Tisch drum flach. Ja, so Mann, ja, so Mann, ja, so Mann. Jo, ich drück das Leid, ja, so Mann. Ja, so Mann, wie euch drückt das Leid. Früher haben die Rittersleid niemals gefroren zur Winterszeit. Ihre Rüstung selbst im Kampf heizten sie mit eigenem Dampf. Ja, so Mann, ja, so Mann. Ja, so Mann, jo, ich drück das Leid, ja, so Mann, ja, so Mann, wie hol ich drück das Leid. So ein früherer Rittersmann hatte gar viel Eisen an. Die meisten Ritter, ich muss sagen, hat deswegen der Blitz dann schlagen. Ja, so Mann, ja, so Mann, ja, so Mann, jo, ich drück das Leid, ja, so Mann, wie hol ich drück das Leid. Jeder Ritter allbekannt, lug ein ganzer Blech ans Gewand. Hat er sich ein Loch nicht gerissen, hat's der Spengler löten müssen. Ja, so Mann, ja, so Mann, ja, so Mann. Jo, ich drück das Leid, ja, so Mann, ja, so Mann. Ich hol, ich drück das Leid. Ritt ein Ritter auf dem Ross, war das Risiko groß. Hat das Rosenhupfer da, lag im Dreck der gute Mond. Ja, so Mann, ja, so Mann. Ja, so Mann, jo, ich drück das Leid, ja, so Mann, ja, so Mann, wie ho, ich drück das Leid. Die Ritter, dies waren lustige Leid, in der guten alten Zeit. Es war ja nur ein schönes Leben, es hat noch kein Finanzamt gegeben. Ja, so Mann, ja, so Mann, ja, so Mann, jo, ich drück das Leid, ja, so Mann, ja, so Mann, wie ho, ich drück das Leid. Zurück in Wald, die Rittersleid, leben nicht mehr seit langer Zeit. Nur die Geister von uns oben spuken nachts in den Gewölben. Ja, die Sands, ja, die Sands, ja, die Sands, jo, in der Rittersleid, ja, die Sands, ja, die Sands, wie ho, in der Rittersleid. Thank you.
Meine Damen und Herren, hier in der Freiheitshalle in Hof und daheim, es ist wieder soweit. Alle Mitwirkenden des heutigen Abends möchten sich gerne von Ihnen mit einem großen musikalischen Finale verabschieden. Und wir hoffen, Ihnen hat dieser Abend genauso viel Freude bereitet wie uns. Das größte Geschenk an die Menschheit ist sowieso die Fähigkeit, sich zu freuen. Und drum lassen Sie keine Gelegenheit zur Freude aus. Und denken Sie dran, wie viel gerade unsere volkstümliche Musik dazu beitragen kann. Wir laden Sie schon heute ein zu unserer nächsten Superhitparade der Volksmusik im ZDF. Und wenn Sie Lust haben, besuchen Sie uns einfach in den nächsten Tagen in einem unserer Konzerte anlässlich unserer großen Deutschlandtournee, die uns von Aachen bis nach Deckendorf führen wird. Ja, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt noch einen gemütlichen Abend, Gesundheit, Zufriedenheit und vor allem eine wunderschöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Wir alle sagen auf Wiedersehen und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Ihre Marianne und Ihr Michael. Servus. We're gonna make it.